54 Städten in Deutschland stehen inzwischen auf der UNESCO-Welterbeliste. Seit heute gehören auch das Schweriner Schloss und Teile der historischen Innenstadt dazu. Ausgezeichnet wurde das sogenannte Residenzensemble. Dazu zählen das Schloss als Zentrum sowie etwa 40 weitere Gebäude, Plätze und Gärten. Gut 20 Jahre hat Schwerin auf diesen Titel hingearbeitet. Die gute Nachricht der UNESCO erreichte die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern am Nachmittag aus Indien. Die Entscheidung fiel in Neu-Delhi in Indien, rund 6000 Kilometer von Deutschland entfernt. Für viele in der Stadt Schwerin ein historischer Tag. Total toll, also mein Herz schlägt für Schwerin. Es war eine tolle Vorstellung heute in Indien und das live zu erleben war natürlich auch ein Ereignis. Ich habe mir jetzt extra Urlaub genommen, um an diesen Tagen hier zu sein und ich freue mich total, dass Schwerin es geschafft hat. Außer dem Schloss gehören zum Ensemble Kasernen, der Dom, ein altes Arsenal und auch Verwaltungsgebäude. Weltweit einzigartig daran ist, dass diese Gebäude die komplexe Infrastruktur zeigen, die einen Adelssitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausmachten. Vor dem Schweriner Rathaus heute Welterbeflaggen, gehisst von Ministerpräsidentin Schwesig, dem Vorsitzenden des Welterbevereins und Schwerins Oberbürgermeister. Als ich vor 10 Jahren das erste Mal gehört habe, Pyramiden, Taj Mahal, Schwerin, dann runzelt man natürlich erstmal die Stirn. Wenn man sich damit tiefer beschäftigt, mit dem historischen Wert des 19. Jahrhunderts oder auch dem Prinzip der Welterbeliste, dann ist mir dann auch über die Zeit viel klarer geworden, dass wir zu Recht darauf gehören. Mit dem Titel Welterbe verbunden ist auch die Hoffnung auf mehr Touristen. Eine der Aufgaben, die Schwerin von der UNESCO bekommen hat, ein neues Tourismuskonzept ausarbeiten.